Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Resident Evil 2. So, gespeichert ist. Mr. X ist irgendwo unterwegs, ich weiß. Aber das ist mir jetzt wurscht. Wir gehen jetzt. Wir laufen jetzt einfach. Moment, weil ich habe angeblich zwei Brandgranaten. Oh, die hätte ich aber weglegen können. Ups. Naja. So. Hier rein. Herzleinschlüssel. Ich wollte eigentlich ins Inventar. Gut, das habe ich gehofft. Weg mit dem Herzschlüssel. Es ist einfach, ne, die Intuition, die Intuition des Protagonisten. Der weiß, wann er Items nicht mehr braucht. Da liegt, glaube ich, noch eine Granate, oder? Warum haben Polizisten Granaten? Ich glaube, nicht mal in den USA haben Polizisten Granaten in ihrem Revier, oder? Eigentlich. Ich kann es mir nicht vorstellen. Das ist selbst für amerikanische... Ah, oh Gott, da habe ich mich erschrocken. Du kannst mich doch nicht durch die Tür greifen. Ich war noch gar nicht bereit. Wirklich jetzt? Das geht so nicht. Ich bin fertig mit den Nerven. Danke, die Folge hat mich ruiniert jetzt für heute. Ich zitter. Wirklich, sowas macht mich fertig. Hässlicher, weißer Kobold. Erschreckt mich doch nicht so. Aber sein Schubsen macht, glaube ich, wirklich überhaupt keinen Schaden. Oder wenn, nur minimal, oder? Ich habe volle Energie und es wird mir... Es sieht alles gut aus. Oh Mann, ey. Mr. X, sowas kannst du nicht mit mir machen. Ich bin nicht mehr der Jüngste. Hey, ich muss auf meine Gesundheit achten. Okay, das brauchen wir jetzt, die Kurbel. Das ist gut. Aber wenn wir dann, nachdem wir die Kurbel benutzen, in den Glockenturm gehen, müssen wir auch gleich das große Zahnrad benutzen. Aber ich wollte ja noch in die Wäschekammer. Aber das passt schon. Haben wir halt nur einen Platz jetzt frei. In der Wäschekammer könnte der zweite Knopf sein für die Waffenkammer. Da könnte ich mir dann ein Upgrade holen. Schauen wir mal. Aber das, ich lasse das Inventar jetzt so. Jetzt müssen wir, glaube ich, kurz warten, bis Mr. X sich ein bisschen entfernt. Wir werden ihm garantiert wieder über den Weg laufen. Der ist bestimmt oben irgendwo unterwegs jetzt. Dumm, dumm, dumm. Aber sehr gut gemacht mit diesem Mr. X, wie man seine dumpfen Schritte hört und so. Das ist wirklich gut. Aber ich hasse es trotzdem. Me no like it. No, 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 no. Ich muss irgendwas hier lassen. Ich riskiere es jetzt mal, dass ich nur eine Heilung mitnehme. Ich werde es bereuen. Ich werde es bereuen. Und ich laufe jetzt einfach los. Wir haben eh gerade gespeichert. Na und, wenn er uns erwischt, dann erwischt er uns halt. YOLO. Oh Gott, ich höre seine Schritte so nah. Aber lieber hinter uns, als dass er uns plötzlich entgegenkommt, ne? Auch wenn es ziemlich nervig wird, wenn wir in die Wäschekammer gehen und plötzlich ist er hinter uns. Der hat sich umgedreht. Er hat uns, glaube ich, bemerkt. Hallo, Mr. X. Warte mal, komme ich an dir vorbei? Ah, boxt er uns hier einfach auf die Schulter. Ich habe doch gar nicht reingeguckt in dein... Ich spiele doch gar nicht mit. Dammit, der tut schon weh. Guckt, wisst ihr, was gut wäre? Wenn ich zwei Heilungen dabei hätte. Wäre mir lieber. So. Die Wäschekammer ist da vorne ums Eck. Wenn hier jetzt noch Licker oder irgendwas sind, dann lade ich neu. So, Claire. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Wir müssen hier ganz schnell rein, holen, was drin ist und wieder raus. Okay. Schnell, nimm es. Jetzt müssen wir hier irgendwie rauskommen. Claire, gut gemacht. Das war sehr gut, Claire.
Du bist die Beste. Bibliothek. Oh, super. Die ist voller Zombies und Mr. X auf unseren Fersen. Das finde ich nicht gut. Oh, kommt der gerade hier hoch? Ja, ich glaube schon. Oh Mann, hier sind doch so viele. Ich meine, im Endeffekt macht es eh keinen Sinn, weil solange Mr. X uns verfolgt, können wir hier überhaupt nicht schieben. Ich glaube, ich muss den erstmal irgendwie loswerden. Wenigstens wartet er schön brav, bis wir fertig sind mit der Leiter. Ah! Ich frage mich, ob Mr. X noch sowas wie Frust oder so empfinden kann, weil wenn, dann ist das hier gerade für ihn wahrscheinlich genauso schlimm wie für mich. Oh nein, mach das nicht, Claire. Ich wollte das überhaupt nicht. Wir laufen jetzt voll dem Zombie-Kerl in die Arme. Okay, ich gehe in die Haupthalle und versuche ihn da loszuwerden. Okay, mal schauen. Vielleicht funktioniert's. Beim Zombies töten, die jetzt noch da sind. Oh, verdammt, ich habe ja gar nichts mehr. Ich habe keine Schusswaffe mehr. Ich will echt keine Granaten benutzen für die Zombies. Naja, wenn ich zwei oder drei gleichzeitig mit einer Säuregranate killen könnte, wird's vielleicht sogar Sinn machen. Ich glaube, die Zombies sind mir gerade in die Haupthalle gefolgt. Tatsächlich, zumindest einer. Ach, nö. Nö. Nölo. Nölo, nölo. Dieser Mr. X. Oh Mann. Ah, cool. Wir brauchen den nicht mehr, den Schlüssel. Das ist gut. So, dann schauen wir uns das mal an. Machen wir das Rätsel mal hier. Zur Entspannung. Okay, das ist schon mal ein guter Anfang. Auch nicht schlecht. Okay, warte mal. Ich muss quasi nur immer mir merken, in welcher... Ja, perfekt. Immer die zwei gegenüberliegenden der Reihe nach. Nur die Reihenfolge der beiden war jeweils anders. Da ist er. Der Stöpsel, der zweite, den wir brauchen. Das ist gut. Dann nehme ich mal noch zwei Heilmittel raus wieder. Behalte die Kurbel. Wir kriegen jetzt eh gleich ein Inventar-Upgrade. Habe ich nicht noch Schießpulver im Inventar? Ich kann es mir immer nicht merken. Ah doch, tatsächlich. Ich glaube, da kann ich normale Pistolenmunition damit craften, mit zwei normalen Schießpulvern. Gut. Dann nehme ich nämlich doch wieder die Pistole, die ich gerade weggelegt habe, raus. Weil mit 15 Schuss kann man was anfangen. Für ein paar Zombies wird es reichen. Hoffentlich. So, jetzt würde ich gern nochmal in den... Schließfachraum. Ich habe nur Angst, dass Mr. X wieder nervt. Hören schon nerven.
Da schauen wir mal 203. Also 103. Und 203. Coolio. Yay! Raccoon City Police Department Upgrade Tasche. So. Jetzt schnell nach Hause, wenn Mr. X schon wieder hier ist. Warum kann uns denn der nicht in Ruhe lassen? Bitte, ich hab dir doch nichts getan. Ich dachte, wir sind Freunde. So. Verstauen. Ja gut, jetzt haben wir genug Platz im Inventar. Das ist super. Jetzt würde ich fast gern nochmal eine Sache machen. Und zwar zurück in die Haupthalle, eine Etage nach oben und hier nochmal die Erweiterung aus dem Safe holen. Das machen wir jetzt schnell. Warte mal, ich speichere vorher. Weil wie gesagt, falls uns Mr. X wieder ganz blöd erwischen sollte, lade ich neu. Ich sollte viel mehr neu laden. Ich spiele das wie so ein Oldschool Resident Evil. Oldschool. Muss ich gar nicht. Das hat Autosave-Funktion. Das hat ganz moderne Spielmechaniken. Da muss man sich gar nicht mehr so stark stressen. Ah, Stress! Ach, Mr. X. Jetzt hau doch ab. Warum macht er denn immer so Sachen? Umbrella hätte dem echt irgendeine Waffe geben sollen. Irgendwas. Der kann nicht mal irgendwie normale Menschen kaputt hauen. Was kannst du eigentlich, Mr. X? Was kannst du eigentlich? Ah ja, genau, dich habe ich ganz vergessen. Das könnte jetzt mit dem Rückweg wieder problematisch werden mit Mr. X auf den Fersen. Aber wenn der sieht, wie ich hier mein größeres Magazin in meine Pistole baue, obwohl ich eh keine Munition dafür habe, dann wird er Angst haben. Oh Mann. Xi, du bist ein Arsch. Du bist ein nerviger, nerviger Arsch. Keiner mag dich. Geh doch irgendwie weg oder so. Ich weiß nicht mal, wie ich dir jetzt ausweichen soll. Geh doch durch jetzt. Wir werden den nicht mehr los, den Arsch. Echt nervig. Sag mal, du hast Beine aus Stahl oder was ist mit dir los? So, ich schätze mal stark, hoffe mal stark, dass Mr. X auch hier unten nicht reinkommt. Dann müssen wir nicht, haben wir nicht dauernd so lange Laufwege. Ich werde jetzt mehrmals versuchen, in die Bücherei zu kommen von hier aus. Hoffentlich haut es irgendwann mal hin. Ohne, dass uns Mr. X verfolgt. Wie gesagt, wahrscheinlich muss ich eh einmal rein, um alle Zombies zu töten, weil sonst können wir nicht kurbeln. Und dann nochmal rein, um tatsächlich zu kurbeln. Weil durch die Schüsse wahrscheinlich Mr. X angelockt wird. Dann können wir uns den zweiten Kasten holen und dann können wir zurück ins Büro. Bla bla bla. Naja, machen wir. Machen wir alles. Aber erst beim nächsten Mal, würde ich sagen. Danke fürs Zusehen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Und ja, wie gesagt, beim nächsten Mal geht's weiter. Logischerweise. Macht's gut, bis dann. Ciao.